So Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem Fates. Oh yeah, beim letzten Mal waren wir schon in Kapitel 24 unterwegs und es sah ganz schön kritisch aus, aber wir konnten das Ganze doch tatsächlich irgendwie noch drehen, auch wenn gerade meine Stimme total wegbricht, warum auch immer. So, und jetzt wollen wir doch mal schauen, was machen wir hier. Das da unten sind ja nur wieder Raubritter, die sind relativ schlecht, das heißt, die können wir einfach, ja, die kann Kasa einfach aus dem Himmel holen. Mit seiner Eisen-Yumi. Die oder der oder das Yumi? Also wenn Yumi einfach nur ein Wort für Bogen ist, dann wird es wohl der Yumi sein. Aber ich habe keine Ahnung, irgendwie sage ich mal die ganze Zeit, das ist ja auch egal. So, wollte ich nur mal angemerkt haben. Was machen wir denn? Wer darf denn? Wir haben noch ein paar auf Level 11 hier, sehe ich gerade. Könnt ihr es mit dem Typen aufnehmen? Der könnte mich potenziell kritten. 1827, wäre aber nicht so schlimm. Vielleicht kritte ich ihn ja auch einfach vorher. Und dann ist alles cool. So. Der kriegt jetzt einfach voll eine auf die 12 hier. Oder wir machen einfach Mond. Das geht natürlich auch. Und jetzt hat er noch einen übrig. Wow. Hat genau für einen nicht gereicht. Sehr schön. Ja, dann darf das Midori mal finishen. Ja, nimm's Doppel-Yumi. Nimm's Doppel-Yumi, ist noch ein schöner Vorteil mit der Waffe. Der Typ ist sogar schon nackt. Und jetzt wird er natürlich nackt weggekrittet. Also das ist keine Todesursache, die ich hier haben möchte, wenn ich ein Fire Emblem-Gegner wäre. Also ein Gegner in einem Fire Emblem-Spiel. So. Wieso ist das so eine große Ach, wegen dem Typ da unten wahrscheinlich, ne? Der. Wer von denen kommt da unten ran? Now I'm confused. Hab ich ausgesehen noch. Okay. Doch, der da unten? Es muss ja jemand sein, der irgendwie da oben diese Maschine bedienen kann. Aber da sehe ich nicht, wen ich markiert habe. Ich bin verwirrt. Naja, ist auch egal. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich den Typen da umgeholzt bekomme. Guck mal, ich könnte eigentlich mal da unten den Windsturm aktivieren. Tatsächlich. Müsste halt jemand mit einer hohen Rest machen. Na egal, ich gucke jetzt erstmal, dass ich den da... Also den da... umknüppel. Die kommen doch alle nicht dran. Nope. Kein einziger von denen. Wer möchte denn? Saizo, kannst du das machen? Ja, das kannst du. Ziemlich gut. Das reicht sogar exakt aus. Dann, let's go! Oh, auf die 12! Ach, ich glaube, ich weiß, warum das angezeigt wird. Wegen dem Raubritter. Der kann hier unten auf diese Magieballista gehen. Weil der Bücher verwenden kann. Das erklärt einfach alles. So, Level Up für Saizo. Gut, das heißt, wenn ich den hier... Kann ich den nicht... Naja, dammit. Wobei, ich könnte seine Reichweite erhöhen. Könnte ihre Reichweite erhöhen, so. Und den einfach so aus der Luft fischen. Ja, wunderbar. Der Typ macht nämlich auch gar keinen Schaden. Und dann soll das ganze Rot auch endlich mal verschwinden. Wie gesagt, ich hasse das, dass die ganzen Ballisten immer da mit angezeigt werden. Furchtbar. So. Okay, das sieht doch schon mal viel besser aus. Sollen wir mal hier mal wieder ein bisschen Heilung springen lassen. Ich würde tatsächlich sagen, der Rest bleibt einfach mal so stehen und wir schauen, wie die Gegner uns approachen wollen. Ein paar von den Geflügelten. Also es werden noch... Also wir sind jetzt hier in Zug 11 und ich glaube bis Zug... es kommen auf jeden Fall... Also bis Zug 15 mal mindestens noch neue Einheiten. So viel kann ich dazu sagen. Und da die... Ist okay. Und da oben die... Die Wyvern Lords. So. Okay. Gut, gut, gut. Dann markieren wir das mal so. Ach, die kommen da gar nicht. Die kommen da gar nicht hin, die hier. Das ist ja schön. Dann kann ich den links da den Helden ausschalten und dann mich da ein bisschen erstmal positionieren. Alles wunderbar.
Den Pferdegeist könnte ich zum Beispiel angreifen. Vielleicht irgendjemand, der es noch ein bisschen nötiger hat, wie sie zum Beispiel. Also ich kann ja mit ihr nie aus der Ferne angreifen. Was mit dir? Ja, zuverlässig. Zuverlässig wie immer. Kann ich mit... irgendwie noch danach ganz hinten? Nicht wirklich. Na gut, pass auf. Dann machen wir erstmal das hier einfach. So. Auf die 12 mit der Donner-Nagidata. Jawohl. Da müssen wir noch irgendwie zu Orochi kommen, dass ich sie nochmal bewegen, nochmal ziehen lassen kann. Und dann ist alles cool. Oder aber... machen wir es so. Kombination. Einmal wechseln und... den hoffentlich damit umholzen. Das wäre schön. Das wäre so schön, Leute. Jawohl, wunderbar. Wieder ein paar Erfahrungspunkte für Mighty Midori. Was? Ach ja. Das ist immer noch nur das Ding. Ich dachte gerade schon für kurzem, ich habe schon wieder irgendwas übersehen. Aber nein, 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 nein. Wir konnten den Fluch dieser Mission unterbrechen. So, einmal trennen und da oben hinstellen, bitte. Dankeschön. Kasse kann sich auch wieder da sammeln. Ja, und der Rest, mit dem werde ich jetzt fast aus Versehen auf Beenden gedrückt, wie es schon mal passiert ist. Man erinnere sich. So, und sobald dann endlich der Nachschub aufhört, wie gesagt, ein bisschen dauert es noch, können wir uns dann auch mal wirklich nach vorne begeben. So, gut, der wird jetzt dahin schießen, das ist leider nicht zu vermeiden, aber macht auch so wie gar keinen Schaden, wie wir hier gesehen haben. So, und da kommen weiterhin neue Einheiten nach. Gut, jetzt würde ich aber erstmal andere gerne markieren, nämlich euch Beflügelte, liebe Leute hier. So. Oje, oje, oje. Wer ist denn da? Wer kommt denn da so weit ran? Ah, da wird schon wieder das Ding hier markiert. Ätzend, ist doch zum Kotzen. Weil die da theoretisch auch drauf gehen könnten. Ja gut, das heißt, okay, da kommt aber keiner dran da unten. Das ist das Einzige, was ich jetzt eigentlich hier wissen wollte. Scarlet, du kriegst wahrscheinlich massivsten Schaden ohne Ende. Ja, theoretisch könntest du ihn aber auch besiegen. Die kommen auch nicht dran da. Nope. Nobody, nope, nope. Ich versuche das einfach mal mit Scarlet. Ich habe nichts zu verlieren. Zur Not heile ich sie halt einfach. So. Ich habe nichts zu verlieren. Außer eine ganze Menge Trefferpunkte bzw. KP, aber... och Mann, Scarlet! Scarlet, was soll denn das? Trifft sie einfach nicht. Gut, dann heile ich sie erstmal. So. Und lass Saizo finishen. So, dann wechseln wir mal das Silberschuriken. Bam, you breathe your last, genau. Der letzte Atemzug mit der Power of 69 und dann... ist der Zauberer auch schon kaputt. So, jetzt muss ich noch den Berserker da umholzen. 11, 11, 11, irgendeiner. Keine mit Level 11, doch, sie natürlich. Natürlich, sagt er. Und ihr zwei hier. Vielleicht crittet sie ja. Maybe it's just a crit? Nee, leider nicht. Schön wäre es gewesen. Aber ich kann ja jetzt einfach nochmal singen mit der guten. Oh, mit der guten Asura. Und versuche das einfach nochmal. So. Jetzt schaffst du es, Midori. Oder auch nicht. Midori hat einfach keinen Bock. Aber egal, sie hat ihr Level up. Das war. Das war die Hauptsache, das, was ich erreichen wollte. So, gut. Hätten wir dann jetzt noch irgendeinen Elfer, der noch nichts gemacht hat? Nein, aber dann. Silas. Ja. Werf einfach dein Kodachi. Tabusch. So. Ja, das Gebiet wird zwar jetzt als gefährlich markiert, ist es aber eigentlich nicht. Nur wegen der doofen Ballista halt, die absolut ungefährlich ist. So, kann ich nochmal Midoris Verletzung haben, auch wenn sie gleich wieder Schaden bekommen wird, aber alles in einem vertretbaren Bereich.
So. Genau. Silas und Midori werden ein bisschen davon getroffen. Silas ein bisschen härter als Midori. So, da. Und wieder Nachschub hier. So, wenn wir Glück haben, ist im nächsten Zug, ist dann der letzte Nachschub endlich mal weg. Oh, dammit, wo kommt der denn her? Ah, das gefällt mir jetzt nicht so wirklich, dass der da noch mit rumsteht. Ich denke mal, da muss ich am besten mit Kase beide umbringen. Ja. Gibt es irgendeine Waffe, mit der du zuverlässiger triffst? Mit der Wurfkeule. Mit der Wurfkeule. So, weil wenn ich Kase da oben hinstelle, kann ich für ihn singen und ihn dann da wegholen. Also er muss halt jetzt echt treffen, ansonsten schwierig. Also alle Hits müssen treffen hier, alle. Sowohl Scarlet als auch er mit seinem Yumi. Aber wir machen das schon. So. Ja, ich sage ja, die Situation wurde entschärft, aber ganz safe sind wir noch nicht. Safe sind wir eigentlich erst, wenn... Okay, sehr gut. Sind wir erst, wenn wirklich dann auch hier der Nachschub endlich aufhört. So, jetzt muss ich Kase da gleich wegbewegen, beziehungsweise da wegholen. Der hat 37. Asura, ja, Asura würde das überleben. Asura kommt da leider aber jetzt gerade nicht einfach so hin. Das ist natürlich doof. So, aber ich kann die hier links eigentlich sowieso erstmal alle ignorieren, tatsächlich. Beziehungsweise, warte, eigentlich muss ich... Ah doch, ich muss Kase da wegholen wegen dem Typen. Ich habe mir gerade überlegt, könnte doch eigentlich einfach den jetzt da umbolzen, ja. Schauen wir nochmal nur, dass da wirklich niemand anders rankommt. Also 37. Ja, macht ihr viel Schaden, aber nichts in einem tödlichen Bereich. So. Ah, mache ich das jetzt wirklich mit dem? Ich könnte es auch mit ihr machen. Also schön übermenschlich hohe Rest hat mit dem Illusionsbogen. Da killt, der stirbt er aber halt nur, wenn... Das sieht gut aus. Wunderbar. Ich sehe gerade hier im Chat wird diskutiert über die Klasse Raubritter. Ja, ich finde Raubritter als Klasse eigentlich mega cool, aber es stimmt tatsächlich leider. Die wenigsten Einheiten können diese Klasse wirklich effektiv nutzen. In meinem anderen Spielstand habe ich Mitama derzeit als... Also in einem privaten Spielstand habe ich Mitama derzeit als... als Raubritterin und es funktioniert ganz okay, sag ich mal. Aber naja. So, einmal hier positionieren, damit wir gleich zum Angriff übergehen können. So, mache ich das jetzt mit ihm am besten, ihn retten und dann singen, weil dann kann tatsächlich sogar... Ich glaube, das mache ich. Mache ich das so. Ja. Kann ich mich gleich... Und wir kommen da dran. Ach, der. Ja, easy. Easy, no problem. Sollte ich Asura aber auf jeden Fall mit jemandem kombinieren. Dass dann da kein Stress entsteht. So, sie ist jetzt erstmal geheilt. So, bloß für den richtigen Singen hier. Sonst gibt's Ärger. So, Asura kann jetzt halt von dem angegriffen werden. Das ist aber in Ordnung, weil wie gesagt, der hat 37, sie hat 19. Vor allem, ich kann ihre Rest jetzt noch ein bisschen weiter erhöhen, so einfach, um nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Sie hat auch einen massivst hohen Glückswert, also, dass sie gekrittet wird, ist sehr unwahrscheinlich. So, packe ich sie dazu. Ja, schön. Ich muss jetzt aber nur aufpassen, weil ich glaube, ja, der könnte, ich muss Setzen auf jeden Fall auch mit jemandem verbinden. Weil der Typ könnte sonst tatsächlich... Wen brauche ich denn gerade nicht? Ich höre mich selbst hier.
So, weil das Problem ist, sonst könnte halt der Berserk sich da einfach dazustellen und dann so, ja, trollolol, ich mache unendlich viel Schaden, hallo. So. Ja, und er macht's natürlich, sage ich doch. Dann wäre nämlich Asura sowas von tot gewesen. Aber so, absolut kein Problem. Aber das ist eigentlich ganz gut, dass der Berserker jetzt bei uns ist, weil dann können wir da ein bisschen mehr machen. In der Hinsicht so, jetzt müsste es eigentlich... Ist immer noch nicht genug, ey, Wahnsinn. Dieser Nachschub in dieser Mission ist sowas von eskalativ. So, alle, die jetzt hier dran stehen, werden mal demarkiert. Das Schöne ist, dass jetzt endlich keiner markiert wird, der nur aufgrund der Ballista da angezeigt wird. Das ist ganz angenehm. So, wir haben gerade die perfekte Ausgangssituation. Wir haben leider zwei Angriffe weniger aufgrund unserer kombinierten Einheiten, also weil wir das gerade kombinieren mussten. Ist aber okay. Wir sollten die eigentlich trotzdem alle tot kriegen. Vielleicht irgendwie... Mitama ist natürlich hier wunderbar, wie sie da drauf haut. So, ich würde den Berserker so schnell wie möglich gerne weghaben. Das kannst du doch bestimmt hervorragend machen. Jawohl. Jawollo. Dann immer feste drauf mit dem Ochsengeist. Bitte auch beide Male treffen. Yeah. Das war's für den. So, dann nehmen wir am besten den Typen da auch noch mit. Leider zu wenig. Schade. Schade aber auch. Jo, wir haben ja noch hier Hana noch zur Auswahl. Also der hat eine 0% Chance zu treffen. Das ist natürlich gefährlich. Deswegen haue ich den auch mit Hana um jetzt. Und wenn Hana dann da steht... Oh, sogar Einschlag. Nur sehr schön. Wenn Hana da steht, kann sie auch ein bisschen Mitama helfen. Sodass ich den Raubritter auch zu 100% treffen kann. Nur ein bisschen Schaden kriegen sie auch noch hier. Schön. Ein bisschen extra Damage. Jawohl. Da zücke deinen Glanzbogen. Mitama. Ich bin so froh, dass ich das Ding habe. Ist einfach perfekt für diese Klasse. Perfekt für die Priesterinnen. Und ein Level-Up ist auch noch mit dabei. Level 14 sogar schon. Holy moly. Okay. Kommt noch jemand übrig da. Wahnsinn. 8, 16, 24, wenn er mich kritten sollte. Wäre nicht schön, aber... 8, 16, 24, jawohl. Ich würde es überleben und könnte mich danach eh direkt heilen. Und das war's für den Zauberer. Wunderschön. So, dann steht da noch der Held und der andere Raubritter. Midori, Mido, du kommst nicht dran. Das ist aber schade. Schade, Schokolade. So, kannst du den Raubritter vielleicht ausschalten? Das sind so eine schlechte Klasse. Das ist der Wahnsinn. Also hier in Reihen der Gegner jedenfalls. Schade aber auch. So. Zack, sogar nochmal ein Crit hier, weil es halt so sich so denkt, so, ich habe gar keinen Bock, Schaden zu kriegen, gut, 26%. Ob der getroffen hätte, wäre nochmal eine andere Frage, ne? Das steht auf einem anderen Blatt Papier, wie man so schön sagt. So würde er sterben. Ich versuch's mal. Einfach mal probieren. Das andere würde er leider überleben. Und ja, wunderbar, Mitama trifft mit 72%. Sowas sieht man immer gerne. Achso, das ist wieder nur das Ding da. Ich hab Gott, jedes Mal wieder die erneute Nervosität. Das Schöne ist, dadurch, dass ich jetzt einige hier nicht gebraucht habe, also die gedoppelten, kann ich sie direkt wieder trennen. Na gut, die werden jetzt hier gleich abgeschossen, also ich denke, der Einzige, der ein bisschen Schaden kriegen wird, ist Saizo. Die anderen gehen wahrscheinlich komplett ohne Schaden oder nahezu ohne Schaden aus dem Kampf. Also aus dem Kampf, aus dem Beschuss oder wie auch immer. Ne? Jo. Okay. So, Zug 15 war das. Und wenn ich mich hier nicht jetzt richtig in Erinnerung habe, warum Zeit zu treffen sind, nicht, dann müsste das eigentlich der letzte Nachschub gewesen sein. Genau, so. Jetzt müsste es eigentlich fertig sein in Sachen Nachschub. Okay, ihr werdet entmarkiert. Die werden neu markiert. Ja, ja.
Ja, okay, die werden jetzt wieder mal wegen dem einigen... Oh, die stehen aber... Die stehen ein bisschen doof, dachte ich gerade im ersten Moment, aber eigentlich ist es in Ordnung. Castle, hast du wieder Lust? Ich habe gehört, Castle hat richtig Bock. Und nochmal drauf. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. So, haben wir den weg. Und dann kann ich jetzt einfach mit Bratschott nochmal und dem Pferdegeist draufhauen. Dann wäre der auch direkt weg hier. So, und jetzt bin ich gespannt, ob ich das richtig in Erinnerung hatte. Nach dem Zug. Also das will ich noch sehen, ob jetzt gleich nochmal Nachschub kommt. Ich meine nicht. Aber gut. Man kann viel meinen. Wissen ist irgendwie besser. So, einmal beiseite hier. Ein bisschen Gesang. Oh ja, ja. Weil eigentlich ist es eh nur der Magier, der da dran kommt, ne? 37. Ja, macht halt seine 8 Schaden, kann gerne kritten. Kann sich auch niemand dahin. Na, wobei doch, der könnte dich dazu stellen. Kombiniere ich ihn mal kurz mit. Irgendjemand der Rest gibt, der noch nicht gezogen hat. Ach komm, wir machen das einfach. So. Jawohl. Okay, und ihr geht ein paar Schritte nach hinten, bitte. Okay, 32 und da kann er dann auch seinen Support kriegen. Das wird ihm nichts helfen. So, jetzt bin ich gespannt. War das wirklich die letzte Verstärkung? Ist es dein Ernst, Freunde? Geht extra dahin, um mich da abzuschießen. Guck, er kriegt den Support von dem Typen sogar. Ja, ja. Muss man immer drauf aufpassen, weil das kann einen echt mal so aus dem Nichts treffen. Und dann steht man da und merkt, verdammt, versagt. Ah, das haben wir ja alles berechnet. So. Wow, es geht immer noch weiter. Also, das könnte noch eine Weile dauern, die Mission hier, liebe Leute. Ich markiere nochmal eben die ganzen neuen Gegner. Es war natürlich jetzt doof, dass ich die angelockt habe. Aber jetzt muss ich mich auch irgendwie um die erstmal kümmern. Na, wir schauen mal. So, das war's aber erstmal für heute, würde ich sagen, mit Fire Emblem Fates. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Bis dahin, ciao.